Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, ihr habt mitentschieden und selbstverständlich beuge ich mich, auch wenn mein Favorit das Painted Seasons war. Aber gar kein Problem. Der Prägefolder Feldblumen ist so weit abgeschlagen, oft geklickt worden, dass ich natürlich euch die beiden Projekte sehr gerne zeige. Diese beiden, also hier ist der Prägefolder übrigens, das ist ein Prägefolder, den man nicht kaufen kann, sondern nur über die Celebration als Gratisprodukt für eine Bestellung ab 60 Euro sich auswählen kann. Das ist in der zweiten Ausgabe der Celebration so. Dieser Prägefolder neben allen anderen Gratisprodukten auch, ist nur noch erhältlich bis Ende März, 31. haben wir 31 Tage? Ja, ich muss mal gerade schnell auf meinen Kalender gucken. Bis zum 31. März läuft die fantastische Celebration noch und solange ist der auch noch erhältlich. Ich zeige euch gleich diese beiden Karten. Sie sehen nicht danach aus, aber sie sind tatsächlich schnell gemacht. Gleich geht's los. Mal mit der an, die weniger Sauerei macht, sag ich mal, mit weniger Farbe arbeitet. Hierzu braucht ihr nicht sonderlich viel. Ihr braucht eine Basiskarte, die habe ich schon mal vorbereitet, muss ich nur noch falzen. So, Basiskarte, ihr braucht eine weiße Mattung. Die werde ich gleich ganz normal embossen. Dazu nehme ich meinen Prägefolder, lege mir das hier ein und jage das so einmal durch die Big Shot. Dann ist das schon fertig. Dann habe ich aus dem Set Painted Seasons, da kann ich im Moment echt die Finger nicht von lassen, ein Stückchen des DSPs genommen. Das passt mir nämlich so schön hierzu. Ich weiß auch nicht. Einerseits mag ich Grapefruit sehr gerne, ich mag das Muster sehr gerne. Das kommt dann hier mit drüber auf die Mattung gleich. Und ich brauche ein kleines Stückchen Vellum, das heißt transparentes Pergament oder Pergamentpapier, Pergamentfarbkarton, ist zu finden im Jahreshauptkatalog. Und ich verwende noch einmal das wirklich für mich eins der schönsten Sets, Lächeln aus Papier, und zwar Wünsch dir was, und das werde ich gleich embossen. Ich werde als allererstes aber mal eben ganz kurz den Prägefolder durch die Big Shot jagen, möchte euch aber noch kurz sagen, die Maße, es sind nicht viele, es ist ja nur die Grundkarte, die Mattung und das Stückchen und das Vellum, findet ihr auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Ihr findet aber auch beide Projekte, die ich euch in diesem Video vorstelle, hier in der Infokarte. Einfach draufklicken, da macht sich ein Fenster auf. Wenn ihr dort draufklickt, seid ihr direkt bei den beiden Projekten, die ich euch in diesem Video vorstelle und könnt euch die Maße dort ausdrucken. Ich bin sofort wieder da und werde mal eben die Big Shot bearbeiten. Bei der Gelegenheit, ich habe gerade mal meine Platten aus meiner Big Shot rausgenommen. Bitte bedenkt, dass es sich hierbei um einen tiefen Prägefolder handelt. Das heißt, der ist deutlich dicker als die normalen Prägefolder. Und so baut sich euer Sandwich auch ein kleines bisschen anders auf in der Big Shot. Ihr braucht nur die Grundplatte und eine Acrylplatte. Normalerweise ist hier, wenn ihr Framelits, mit Framelits arbeitet, ist hier noch die Grundplatte, eine zweite Acrylplatte und zwischen die beiden Acrylplatten kommen ja dann ja Framelits und Papier. Beim Tiefenprägefolder, weil er halt deutlich dicker ist, Grundplatte, Tiefenprägefolder, die geschlossene Seite zur Big Shot zeigend, eine Acrylplatte obendrauf und das war's schon. Mehr braucht ihr nicht, so ist das ausreichend dick. Solltet ihr eine Big Shot haben, ich habe das in dem Video mit meinem Mike zusammen gemacht,
die eventuell den Druck nicht so gut und gleichmäßig verteilt. Wenn ihr das etwas stärker haben wollt oder wie gesagt, es liegt eventuell auch an eurer Maschine, dann legt ihr einfach ein Stück, versucht es erstmal mit einem Stück Farbkarton noch drüber oder wenn das nicht ausreicht, ein Stück extra dicken Farbkarton oder zwei Stück davon oder ein Stück dünne Pappe. Ihr müsst das ausprobieren, bitte. Wenn ihr merkt, eure Big Shot lässt sich nicht mehr kurbeln, ist es zu dick, bitte nicht durchquetschen. Ganz wichtig. Aber grundsätzlich, also das habe ich auch festgestellt bei dem zweiten Projekt mit dem farbigen Hintergrund, da muss ich auch ein Stückchen Farbkarton drüberlegen, sonst drückt mir das nicht richtig oder ausreichend genug durch. Das ist aber wirklich von Maschine zu Maschine unterschiedlich. So, das lege ich mal gerade, wo lege ich das hin? An die Big Shot am besten. So, also. Für mich ist das hier völlig ausreichend, da muss ich nichts weiter drüber legen. Den lege ich auch beiseite und ich habe mir mein Embossing-Pulver in Weiß zurechtgelegt, mein Embossing-Buddy und mein Versamark-Kissen. Und ich bräuchte noch, wo habe ich das Stempelset gelassen? Den Stempel habe ich noch nicht aufgezogen, den bräuchte ich auch noch. Ne, ist der falsche. Da ist er. Ich muss mal eben gucken, welchen Stempelblock ich nehme. Der ist super. Der H-Block ist es. So, das bereite ich mir hier schon mal vor und wieder mal ist der Löffel runtergefallen. Eigentlich klappt das echt gut, aber in letzter Zeit, ich glaube, ich brauche mal einen neuen, der will nicht mehr so richtig gut halten. So, jetzt werden wir mal eben embossen. Dieses Stückchen, wie gesagt, Maße findet ihr auf meiner Homepage, passt genau zu dem Stempelabdruck. Und der ist etwas größer, also mache ich das mal andersrum. Und bevor ihr stempelt und bevor ich jetzt auch stempel, erst einmal mit dem Embossing Buddy darüber. Auch wenn es Vellum ist, ist egal. Geht da einmal rüber, dann habt ihr da nicht irgendwas drauf, was da nicht drauf soll. So. Jetzt kommt der Stempelabdruck. Wie gesagt, das habe ich wirklich genau so gemacht, dass es echt super passend ist. Jawohl. Jetzt kommt mein weißes Embossingpulver darüber. Ich mache das gerne zweimal, damit ich auch wirklich sicher sein kann, dass ich alles erwischt habe. So, und jetzt mal eben gucken, ob irgendwo was ist, wo nichts hingehört. Das sieht sehr gut aus. So, und da dieses Stückchen hier jetzt wirklich eng bemessen ist, nehme ich mir eine Pinzette und halte das hier fest. Weil der Embossing-Föhn ist echt heiß und da möchte ich mich ungern mit verbrennen. Ich werde das mal eben kurz embossen und bin sofort wieder da. Einmal embossed und fertig. Was ihr jetzt noch braucht, ist eine Silikon-Unterlegmatte und ein kleines Schwämmchen. Ich habe mein Klebeschwämmchen immer in so einer Dose, damit er nicht so austrocknet. So, es kommt jetzt hier ein bisschen großzügiger als normalerweise Tombow drauf. Den nehme ich mit meinem Schwämmchen auf und tupfe komplett über das transparente Papier drüber, so dass ich eine permanente Schicht habe. Und durch diese Schicht und nicht durch einzelne Tröpfchen sieht man dann gleich,
nicht mehr, wo ich geklebt habe. Jetzt muss ich mal eben sehen, dass ich hier schön mittig komme. So, das klebt jetzt vollflächig und da sieht man keine Klebepunkte mehr. Das ist halt das Schöne daran, wenn ich so eine ganz dünne Schicht darüber ziehe, dann ist halt überall ein kleines bisschen, aber man sieht die Klebepunkte. Es sind ja keine Punkte, es sind ja nur Mini-Tupfen, sieht man dann halt nicht mehr. So, und jetzt nur noch zusammenbauen und fertig. Das heißt, Mattung auf die Basiskarte. Das mache ich übrigens auch mit Tombow, obwohl der Tiefenprägefolder wirklich tief prägt. Das heißt, hier kommt echt eine etwas dickere Schicht Tombow drauf, als ich es für gewöhnlich nehmen würde. Normalerweise brauche ich gar nicht so viel. Das habe ich relativ eng bemessen, sodass nur ein ganz schmaler Rand außen drum stehen bleibt. Oh, meine Alarmanlage springt an. Entweder ist der Nachbar wieder im Garten, das mögen unsere gar nicht. Der ist dann zu dicht an unserem Zaun. Das geht ja mal gar nicht. Was fällt ihm ein? Oder es kommt irgendwer. Nachbar kann auch gekommen sein. So, dieses Stück, dieses Pi, habe ich auf die Mattung angepasst. Das heißt, das ist etwas schmaler als die Karte, nämlich genauso breit wie die Mattung, die ja ein Achtel kürzer ist als die Karte. Das kommt da jetzt einfach... Nicht, also ich mache das nicht mittig, sondern ich ziehe das ein kleines bisschen nach unten drauf und drücke das mal von der anderen Seite ordentlich fest. Da müsst ihr euch einen ganz kleinen Moment länger Zeit für nehmen, für das Festdrücken, weil der Prägefolder natürlich Höhen und Tiefen hat. Und je besser ihr hier jetzt ja, das Papier quasi einmassiert, desto glatter liegt das auch. So, und fertig ist die erste Karte. Relativ einfach, das längste an Zeit braucht das Embossen und das durch die Big Shot jagen. Aber im Großen und Ganzen eine schöne, schnelle und wirklich hübsche Karte. Kommen wir zur zweiten. Wie habe ich das wohl gemacht? Das sieht sehr spektakulär aus. Ist es gar nicht. Das ist super, super, super einfach. Ist nur mit einem ganz kleinen bisschen Schmierkram verbunden. Also, was ihr braucht, jetzt muss ich mal zur Seite greifen. Ich nehme hier jetzt mal einen anderen Spruch. Ich habe mir aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog das Set Geburtstagsmix genommen. Ich habe eine Basiskarte wieder, die ich mal eben kurz vorbereite. Hier hat sich so eine Ecke ein bisschen gekrümmelt. Ich werde dieses Mal in Osterglocke arbeiten, gleich wenn ich mein Stempelkissen wieder gefunden habe. Ich habe eine Mattung in Osterglocke gemacht und die zweite Mattung, mit der ich das Embossing, das Trockenembossing machen werde, beziehungsweise das Prägen, ist etwas kleiner. Maße findet ihr auch wieder auf auf meiner Homepage. Das sind quasi zwei Projekte in einem und so habe ich auf meiner Homepage eine Anleitung für beide Projekte gemacht. So, die beiden Sachen lege ich mal kurz zur Seite. Das auch, da kommen wir gleich zu. Nehmen wir uns den Prägefolder. Der Prägefolder hat im Prinzip zwei Seiten. Einmal das Negativ, dort wo die Vertiefungen sind, und einmal das Positiv, dort wo die Ausprägungen erhaben sind, also uns entgegenkommen. Diese Seite hier bleibt unberührt. Wir nehmen diese Seite hier. Es ist auch insofern gut zu erkennen, hier ist jetzt die Negativseite, die ist größer als das Positiv oben und hier ist Stampin' Up drauf geprägt. Ich hoffe sehr, ich hoffe wirklich sehr, dass das bei allen Prägefoldern so ist. Da gehe ich einfach mal von aus. Also ihr nehmt die Seite, die Negativseite, wo die Vertiefungen drin sind. Also zum Beispiel diese Rose ist halt nach unten gewölbt. Das nehmt ihr euch, nehmt euch ein Stempelkissen und keine Sorge,
Die, zumindest die Stampin' Up! Stempelkissen sind ja auf Wasserbasis. Das heißt, wenn ich hier jetzt mit rumklehe, dann kann ich das gleich einfach abwaschen. Ich drehe den mal eben, überdrehe den mal eben und nehme jetzt mein Stempelkissen und gehe hier einmal großflächig und komplett über den Folder rüber, sodass ich wirklich überall ordentlich Farbe habe. So. Und das kann ich nachher einfach nehmen und an Wasserhahn halten, einmal mit dem Tuch drüber wischen, fertig. Das kann ich so abspülen, das färbt nicht weiter ein. Jetzt nehme ich meine Seite, meine Mattung und lege die hier drauf. Und bitte, ihr müsst auf eine Sache achten. Wenn das jetzt gleich liegt, dann liegt das. Verschiebt das nicht mehr, sonst habt ihr ja so Streifen da drauf. Also, ich lege das hier einmal drauf, halte das fest, mache den Folder zu und so kommt das jetzt in meine Big Shot. Hier ist die geschlossene Seite und damit voran. Das werde ich jetzt mal eben machen und zeige euch gleich das Ergebnis. So habe ich den jetzt rausgenommen und auch jetzt ein bisschen darauf achten, wenn ihr das hochnehmt, möglichst so, dass es nicht verschiebt. Einmal hochnehmen, fertig. Dieses Mal ist der Hintergrund also gelb geworden. Wie gesagt, das hier einfach unter fließend Wasser einmal abspülen. Kein Spüli, kein gar nichts. Das könnt ihr so abwischen. Einmal trocken wischen, fertig. So. Und das ist jetzt auch gleich so trocken, dass ich das anfassen kann, ohne dass meine Finger gelb werden. Und das war's schon. Das ist der Effekt. Und je mehr Farbe ihr raufbringt, je mehr Druck ihr draufbringt, desto kräftiger wird das Ganze auch. Ich habe jetzt bewusst helle Farben gewählt. Ich habe das auch schon mit einer dunklen Farbe ausprobiert. Das gefiel mir nicht so gut, muss ich gestehen. Aber Grüntöne oder alle hellen Töne gefallen mir ganz persönlich sehr, sehr gut. Kann man super machen. Ja, und jetzt im Prinzip kommt das nur zusammengebaut. Das heißt, ich glaube, diesmal mache ich das etwas anders. Dieses Mal werde ich das Band hier gleich um die Mattung machen. Bei meiner Karte hier hatte ich das Band um die zweite Mattung. Weil ich finde, das weiße Juteband, auch das ist im Frühjahr-Sommerkatalog, passt ganz hervorragend hierzu. Das ist so ein bisschen rustikal. Ich bringe da hinten mittig ungefähr mal ein kleines bisschen Abreißklebeband drauf, damit das ein bisschen hält. Das sieht man durch das Band nicht. An die Seiten kommt auch ein bisschen, damit hält das dann hinten auf der Karte. Einmal die Seite, einmal die Seite. So, und das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, weil man hier ja keinen glatten Untergrund wie Papier hat, ist, dass die Folie hier abzukriegen. Ich drücke das mal ein bisschen fester ran in der Hoffnung, dass das mit der Folie dann deutlich besser klappt. Nehme mal eben meinen Papierfalter. So, mal gucken, ob ich die hier jetzt gut abgeknibbelt bekomme. Naja, mit ein bisschen mehr Knibbelei und dann funktioniert das auch. So. Dann bringe ich das hier in den unteren Bereich. Zieht nicht zu sehr an dem Band, weil sonst wälzt sich eure Mattung. Das wäre natürlich jetzt sehr schade. Also nur locker drauflegen. Hinten einmal festkleben. Jetzt kommt da Tombow großzügig drauf. Da der halt in diesen Vertiefungen auch echt verschwindet, muss ein bisschen mehr drauf als sonst. Ich mache auch immer noch so ein kleines bisschen auf das Band selbst. Das kommt jetzt auf meine gelbe Mattung. Damit kommt dann das
weiß des Prägefolders noch ein bisschen weiter nach vorne, wenn da jetzt noch mal eine gelbe Mattung hinterliegt. Ich muss das ein kleines bisschen noch andrücken, weil der Tiefenprägefolder doch einiges abverlangt. Einen Moment, drehen wir nochmal um. Also bei Tiefenprägefoldern an sich ist es wirklich wichtig, das gut anzudrücken. Sonst kommt das an der einen oder anderen Stelle auch mal wieder hoch. Und das wäre natürlich ganz unglücklich. So, jetzt hält er auch. Wunderbar. Das kommt jetzt auf unsere Basiskarte. Und zum Abschluss stempel ich dann noch einen kleinen Spruch mit drauf. Den habe ich mir auch schon ausgeguckt. Auch hier habe ich das Maß so gewählt, dass wirklich nur ein ganz kleiner Rand stehen bleibt. So. Aus dem Stempelset hatte ich mir schon einen Spruch ausgesucht, nämlich heute ist dein Tag. Den stempel ich, nehme ich den auch in Osterglocke oder stempel ich den lieber in schwarz? Nein, ich glaube, ich stempel den lieber in schwarz. In Osterglocke könnte mir das ein bisschen zu hell werden. Ich habe hier noch so ein kleines Reststück Papier. Stempel ich mir das einmal drauf ab, nehme meine 1¼ Kreisstanze und die passt auch exakt. Und jetzt schiebe ich das ein kleines bisschen weiter nach unten, weil da habe ich noch was mit vor. Nehme mir noch mal meine 1¼ Kreisstanze. Ich muss noch mal eben kurz zur Seite greifen. 1½ und stanze mir hier auf. Oh. Oh, da war ich zu schnell und bin zu dicht am Rand gekommen. So, jetzt. So. Jetzt brauche ich einen Dimensional. Da hinten drauf. Das kommt hier mit drauf. Und deswegen habe ich das, wenn ihr das mal seht, so ein bisschen hier unten in die Ecke gestempelt, wenn man denn von einer Ecke bei einem Kreis sprechen kann. Ich habe mir eine kleine Blüte genommen aus dem Stanzpaket Blütenfeuerwerk. Heißt die, muss mal eben kurz gucken. Hier steht so viel voll bei mir im Moment. Einen Moment, ich gucke mal eben, wie die heißen. Heißt die Reihe Blütenfeuerwerk? Blütenfeuerwerk heißt die Reihe sogar. Hier unten ist das Stanzpaket Blümchen. Da habe ich mir eine von rausgenommen. Die muss ich jetzt noch mal ein kleines bisschen bearbeiten. Dazu habe ich immer so ein kleines Stückchen Prickelmatte hier. Drück da einmal in die Mitte rein, so kriege ich die Dimension. Dann brauche ich, da habe ich noch welche, ein Straßstein für die Mitte, damit man das auch als Blümchen richtig gut erkennen kann. Und auf die Rückseite kommt ein Mini-Glue-Dot. Und das kommt jetzt nämlich, deswegen habe ich das nämlich so ein bisschen nach unten gestempelt. Das kommt hier oben jetzt rauf. Und auch hier wieder auf die Rückseite ein bisschen Chumbo. Bisschen großzügiger, das soll ja auch ein Stück weit noch auf dem Band halten. Und das setze ich jetzt hier unten einfach ran und muss es einen kleinen Moment festhalten, damit sich der Kleber hier überall verbinden kann.
Und fertig ist die zweite Karte. So sehen sie aus. Einmal in Grün, das ist Farngrün, das ist Osterglocke. Und da könnt ihr euch natürlich in allen Farben versuchen, was immer ihr auch wollt und mögt und favorisiert. Ich hoffe, euch haben meine Projekte gefallen. Es sind ja zwei gewesen, die zwei waren es. Und wie gesagt, jetzt ist der Prägefolder natürlich noch eingesaut. Den habe ich jetzt zwischendurch nicht sauber gemacht. Aber ich nehme mir mal den hier. Der Tiefenprägefolder Feldblumen, das Celebration-Produkt, was ihr ab 60 Euro Bestellwert euch aussuchen könnt. Vielleicht zeigt ihr einfach mal, wenn ihr Lust habt, in meiner Facebook-Gruppe, die blende ich euch hier, einen Moment, die blende ich euch hier oben mal eben ein. Wenn ihr noch nicht dort seid, ihr seid herzlich eingeladen, in die Facebook-Gruppe mit einzutreten. Ihr müsstet einmal ganz kurz eine Anfrage stellen, aber werdet in der Regel sofort freigeschaltet durch mich oder ich habe noch zwei Administratorinnen da mit drin, die mich da so ein bisschen unterstützen. Ihr werdet sofort freigeschaltet in dieser Gruppe. Das ist eine reine Plattform, um Projekte zu zeigen. Dort passiert nichts anderes. Es wird durch mich keine Werbung gemacht und auch durch niemand anders Werbung gemacht. Das ist mir ganz wichtig. Das ist eine reine Plattform, wo sich Bastler austauschen können, gegenseitig inspirieren und befruchten können, was Projekte angeht. Und genau so wird sie auch genutzt und das funktioniert ganz, ganz hervorragend. Da sind mittlerweile über 2600 Personen drin und da ist richtig was los und da sind unfassbar viele tolle Projekte. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, vielleicht eure Projekte, die ihr hiermit gemacht habt, dort auch mal zu präsentieren. Ich wünsche euch erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Nachwerkeln und Ausprobieren. Und ja, wir sehen uns diese Woche auf jeden Fall noch einmal, weil ich stelle euch die wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig tolle neue Aktion, Stampin' Up Aktion für den März vor und freue mich riesig darauf, mit den ganzen Sachen ein bisschen spielen zu können und ein bisschen werkeln zu können. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis dahin. Ciao, ciao!